So, hallo und herzlich willkommen heute auf dem Balkon. Balkon, so rum. Dankeschön, Video. Ja, der eine oder andere kennt das schon. Ich möchte mal wieder Danke sagen für die Dinge, die ich so in der letzten X-Tage-Periode, ein paar mehr wieder mal, geschenkt bekommen habe. Und ja, Sinn und Zweck dieser Videos ist vor allen Dingen wirklich einfach, dass ich nochmal ausführlich Danke gesagt habe an die betreffenden Schenkenden und die dann hoffentlich auch sehen, dass ich mich sehr freue, was ich tue. Ja, und das ist so mehr oder weniger Sinn und Zweck des Ganzen. Ne? Diese Dankeschön-Videos sind übrigens auch nicht monetarisiert. Wer mir da also böse Absichten unterstellen möchte, hat da wenig Möglichkeiten. Gut, jedenfalls, ja. Legen wir los. Ich habe geschenkt bekommen, nämlich diese Ergänzungsdosen zum X-Boil Kochsystem. Und da befindet sich jetzt drin erstens mal noch ein paar Ersatzhaken, mit denen man da dann eben entsprechend seine Tasse in den Kocher zentriert. Ich habe dazu ein Video gemacht, das möchte ich jetzt gar nicht allzu weit ausholen, nochmal wiederholen. Aber die tolle Idee, die jetzt dahinter steckt bei diesen neuen Dosen, ist dieser Filz, der da drin ist. Der dient nämlich dazu, dass wenn man da jetzt irgendeinen Brennstoff drauf gibt, dann bleibt der Brennstoff in diesem, ja, ich nenne es jetzt mal Schwammkörper, drin kleben. Und wenn man das Ganze dann umdreht, dann tropft da bestenfalls noch ein, zwei Tropfen bis hin zu überhaupt nichts raus. Je nachdem, wie viel Brennstoff das gewesen ist, tendenziell tatsächlich so gut wie überhaupt nichts. So, und das ist natürlich toll, weil das macht das System dann mit diesen Brenndöschen schon zu einem extrem sicheren Kocher in der Anwendung. Also wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie Waldbrandgefahr etc. pp. Vermeiden, dann ist das schon wirklich, wirklich fast nahezu unmöglich, dass damit was aus Versehen was anzuzünden, selbst man schafft, diese flache Dose, die flach auf dem Boden steht, umzuschmeißen. Ja, wie auch immer man das aus Versehen hinkriegen sollte, dann läuft da immer noch nicht viel aus und möglicherweise, dadurch, dass er dann halt eben so rumliegt, sind die Chancen, dass die Dose dann schlicht und ergreifend einfach ausgeht, weil da keine Luft mehr dran kommt, die Verbrennung zum Erliegen kommt, auch relativ hoch. Das ist eine hochsichere Angelegenheit. Das gibt es als kleine Dose, das gibt es auch als große Dose, ist dasselbe, nur größer. Ne? Ja. Das ist es im Grunde auch. Also das ist sehr, sehr nett, dass ich da diese Ergänzung noch bekommen habe. Vielen herzlichen Dank auf diesem Wege. Ich hoffe, das kommt auch an. Und ja, also das freut mich sehr. Da werde ich noch dann viel zu spielen und zu machen haben, kochertechnisch. Ich wollte ja eigentlich schon auf die Suche gehen, so am Rande erzählt, nach dem besten, idealen Kocher für unseren Sommerurlaub. Es steht inzwischen fest, es soll nach Norwegen gehen, nach Jotunheim, norwegisches Hochgebirge. Wir haben da keine super tollen Ambitionen, irgendwelche körperlich, sportlich Höchstleistungen zu vollbringen. Überhaupt nicht. Einfach eine super entspannte kleine Trekkingtour, zwar im anspruchsvollen Gelände, ja, aber nicht mit anspruchsvollen Etappenlängen. Ne? Also alles ganz entspannt und gemütlich und ja, da bietet sich erstens an, eine sehr weitwinklige Actioncam zu haben. Ne? Ist auch nochmal so ein Grund, weshalb ich ja gerne jetzt auf diese Kamera umgestiegen bin, weil ich auch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, für so ein Gelände eignet sich so eine Kamera einfach toll und ich spare gefühlte 2,5 Kilo Gepäck, wenn ich nicht eine Spiegelreflex bzw. ja, eine fast Spiegelreflex in digital mit zig Objektiven, also zumindest meine Wechselobjektivkamera mitschleifen muss. Da spare ich schon wirklich enorm Gewicht. Die GoPro braucht auch vergleichsweise wenig Strom, jetzt kein nichts, aber die Menge an Energiekapazität, sage ich jetzt mal, zum Wiederaufladen von dem Ganzen, die man da mitschleifen muss, hält sich auch in Grenzen. Aber ja, weil ich jetzt da Gewicht gespart habe, heißt das nicht, dass ich deswegen jetzt das allerschwerste Kochersystem mitschleppen möchte. Was ich aber auch nicht mitschleppen möchte, das ist jetzt natürlich schade, weil daran kann man ja so schön rumbasteln. Und da sehen wir auch gleich noch ein anderes Beispiel, ist ein Spiritus-Kochsystem, auch wenn sich das für Skandinavien eigentlich anbietet, weil man das Zeug überall bekommt. Weil einfach mir die Landschaft dann doch etwas zu kalt ist. Und ja...
ja, da wäre einfach ein Kocher mit ein bisschen mehr Power. Aus unserer Sicht, also Frau meint das auch, durchaus eine Option. Außerdem kriegt Frau in den Nerven, wenn ich jetzt schon wieder 27 Kochertests mache, um den perfekten Kocher für die nächste anstehende Tour zu finden. Das darf ich nicht. Ja. Von daher, ja, wir kennen das, wir Männer, ne? Wenn Frau meint, wir haben genug Geld ausgegeben, hat sie ja recht. So, also das war das. Dann haben wir hier Notkocher. Ja, eine ganze Reihe weiterer Kochutensilien, nämlich hier den Notkocher mit Wachskartonage. Brenndauer circa 2 Stunden. Danach als Hobo verwendbar oder mit Spiritus befüllbar. Okay. Kann man, abgesehen davon, dass das also sieht jetzt aus wie eine Kerze, ist natürlich ein Notkocher, ja, gar keine Frage. Und hier gibt es noch diese äußere Hülle dazu. Man sieht schon, das ist alles aus Konservendosen selbst gebaut. Ich bin da ziemlich begeistert von. Die äußere Hülle kann man umgekehrt draufstellen. Äußere Hülle umgedreht draufsetzen, dann Topf draufstellen. Wahrscheinlich so. Ah, ja. Ja, wunderbar. Seht ihr? Das ist es auch schon. Da ist einfach der Dosenrand hier unten noch dran. Und dann setzt man das so rum da drauf. Dann hat man einen wunderbaren Windschutz. Hat Luftzufuhr von der windabgewandten Seite. Kann hier jetzt eben den Topf draufstellen. Und also das finde ich schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, wirklich sehr, 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 sehr cool. So als Notkocher zum selber bauen, so für unterwegs, Reservekocher, richtig, richtig cool. Ist jetzt nicht super leicht, macht ja auch nichts für solche Selbstbauprojekte, dafür sind die super lustig. Werde ich unbedingt ausprobieren, werde ich möglicherweise, mal abgesehen von einer Tasse heiß Wasser machen, für ein Teeching, werde ich das auch als Kameralicht verwenden, wenn ich mal wieder im Dunkeln was filmen muss und halbwegs zu sehen sein möchte. Da habe ich ja gerne irgendwelche, ich sage jetzt mal, flammenbasierten Lichtquellen und nicht unbedingt einfach eine Lampe an der Powerbank oder solche Späße. Das würde auch funktionieren, habe ich inzwischen auch, benutze ich aber nicht so gerne irgendwas flammenbasiertes. Ist halt einfach das schönere Licht, macht mehr Freude. Und ja, also so rum, ne, zum Benutzung, so rum zum Transport. Sehr, sehr, sehr cool. Tolle Idee, habe ich so auch noch nie gesehen. Ne? Ich gucke mir ja auch ein bisschen an, was die Selbstbauszene so baut an eigenen Kocherideen. Und das habe ich so tatsächlich noch gar nicht gesehen. Das finde ich dementsprechend ziemlich großartig. Also hierfür herzlichen Dank. So, da mitgeliefert wurde auch der in Anführungszeichen klassische kurze Dosenbrenner. Hier aus einer Bier, Getränke, Cola, was auch immer Dose. Sieht so ein bisschen aus wie ein kurzer Torx. Funktioniert wahrscheinlich auch ein bisschen wie ein kurzer Torx. Und jetzt kann ich natürlich viel erzählen. Oder ich zünde das Ding einfach mal an. Stellen wir mal auf irgendwas anderes drauf. Und machen da mal ein bisschen Spiritus rein. Ja, machen wir hier mal an der Stelle einen kurzen Schnitt, bis ich das alles soweit vorbereitet habe. So. Das solltet ihr jetzt soweit sehen können. Den Zettel packe ich mal noch aus dem Bild, nicht, dass jemand die Handschrift erkennt, wenn er jetzt überhaupt aus dem Bild ist. Aber naja, komm, steht kein Interesse drauf und ähnliches. Also, da habe ich jetzt also ein bisschen Spiritus rein. Der hat übrigens im Rand ist da noch irgendwie irgendwas Wattiges eingefüllt. Also irgendwas, was da, ne? Aha, hat das jetzt gereicht? Das hat gereicht, da brennt was. So, und jetzt sollte natürlich bei diesem Licht das Ganze super mies zu sehen sein. Ich sehe hier auch überhaupt keine Flammenentwicklung, aber da brennt definitiv was. Aber vielleicht sehen wir es ja, wenn dann aus diesen Löchlein am Rand, da sind so Löchlein am Rand, ich hoffe, die kann man sehen, da sollten dann ja eigentlich die Flammen rausschlagen. Irgendwann. Vielleicht habe ich auch irgendwo zu wenig Spiritus reingemacht. Und dann kriegen wir da so einen schönen Feuerkreis. Das muss ja auch, weil das Problem ist, wenn ich jetzt hier direkt was draufstelle, ja, dann geht der wieder aus. Nee, das kann eigentlich nicht funktionieren. Das ist auch nicht schlimm, weil es wurde hier ja auch, das habt ihr glaube ich auch schon im Bild, ja, müsstet ihr im Bild haben, gleich noch dran gedacht, schöne Topfauflagen mitzusenden. Okay, vielleicht habe ich wirklich einfach zu wenig Spiritus reingetan. Also nee, diese Jets
zünden bislang jedenfalls nicht. Ja, aber Verarbeitungsqualität ganz hervorragend für sowas Selbstgemachtes. Sieht wirklich toll aus. Und ja, wenn er nur in der Mitte heizt, ist ja auch wurscht. Also heizen tut er jedenfalls. Nicht mit Spiritus geizen. Ja. Ja, jetzt er heizt nicht allzu sehr, wenn ich ehrlich bin. Ne? Das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass ich zu wenig Spiritus reingetan habe. Gut, aber machen wir den mal wieder aus. Gehe davon aus, dass das hier funktionieren sollte zum Ausmachen. Jawohl, ist aus. Gut. Klonk, klonk. Na, war offensichtlich doch Spiritus drin. Gut. Dann haben wir hier noch das klassische Modell, sage ich jetzt mal, vom Selbstbau Torx Siphon. Ja, wirklich mehr oder weniger dasselbe in Selbstbau. Ich hoffe, das könnt ihr einigermaßen sehen. Der ist hier innen drin auch mit so gewölbt. Gewölbt, genau. Und warum ist er das? Naja, damit dann halt hier eben Kanälchen entstehen, wo dann die Verbrennung bzw. der Spiritus hochsteigen kann und dann hier auch aus diesen Löchlein am Rand entsprechend die Flamme austreten kann. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja, das kann ja nicht sein, dass ich hier schon einen Haufen Kocher geschenkt bekomme und dann probiere ich die nicht aus. Das wäre doch auch schade. Also zünseln wir mal wieder ein bisschen rum. Und ich probiere die selbstverständlich auch noch mal draußen im Wald, im Felde aus, also im wie nennt man das heutzutage, Real-Life-Einsatz nennt man das so. Kann man zumindest so nennen, denke ich. Gut, ja, weiß nicht, das ist auch wieder sehr wenig. Ich mache mal noch ein bisschen mehr rein. Und über den ganzen Tisch verteilt, schön, damit auch ja dann alles anfängt zu brennen, wenn ich hier irgendwie daneben zünsel. Ah ja, safety first, ne? Safety first. Oder auch nicht. Gut, dann stellen wir das mal hier rüber, da ist die keine Spiritus-Pfütze, hoffe ich. Und nee, da ist trocken, das passt. Gucken wir mal. Yep. Oh ja, schon deutlich heißer als der andere. Ja, ihr seht's. Und oh ja, ja, also eine große Flamme kommt schon mal raus. Die könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, ich schon. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, inwieweit diese Jets funktionieren und wenn die funktionieren, ob man das dann sehen kann. Ne? Das wäre schon spannend. Wartet mal. Ja, das solltet ihr eigentlich wirklich so sehen können. Und ja, also auf jeden Fall eine ordentliche Flamme. Ja, ordentliche Hitzeentwicklung. Also hier kann ich die Hand nicht mehr direkt drüber halten. Und ja, also zumindest bisher noch keine nennenswerte Flamme aus den Jets. Aber da kommt schon ordentlich Hitze bei raus. Das ist definitiv so. Ja, mal nebenbei, diese Gestellchen hier, das ist natürlich ein Topfhalter. Ja, aus, ich glaube, Hasendraht oder wie man das nennt. Das ist tatsächlich ganz genial, weil das ist viel leichter. Ich habe schon nachgewogen, ich weiß genau nicht mehr, wie viel leichter. Aber es ist doch deutlich leichter als zum Beispiel dieses Standardgitter, was man auch beim Torx Siphon, also beim Original zum Dieselkocher sozusagen, mitgeliefert bekommt. Und ja. Ja, das muss ich sagen, ersetzt mir eigentlich den Torx, das Torx-Drahtgestell vollständig, weil ich sehe nicht, warum dieses Drahtgestell hier irgendwie schlechter sein soll als das Original-Torx-Drahtgestell. Und man kann hier den Rand davon, ich hoffe, das seht ihr auch, hier die einzelnen Dinger, die kann man auch noch verbiegen, um ein bisschen mehr Standfläche zu bekommen. Das halte ich auch für ganz sinnvoll. Hier habe ich noch ein zweites solches Gitterchen. Das passt da auch ganz gut rein. Wenn einem das lieber ist ohne den verbiegbaren Rand. Ich hoffe, das kann man sehen. Also das ist da alles ganz wunderbar dabei bei diesen Eigenbau
Sächelching. So, und jetzt muss ich sagen, also der brennt wirklich dahingehend, oh ja, also der ist wirklich heiß, hat auch eine große Öffnung, aber ja, ich sehe jetzt zumindest mal nicht, das heißt ja nicht, dass der Kocher deswegen nicht funktioniert, aber ich sehe jetzt zumindest mal nicht, dass diese Jets nennenswert zünden. Das sieht man dann bei den professionell gefrästen Sachen, sieht man das vielleicht ein bisschen deutlicher. Das heißt jetzt aber nicht, dass mir der nicht gefällt. Der ist super, saucool, macht richtig Freude, hier jetzt zuzugucken beim vor sich hin brutzeln. Löschen wir auch mal mit dem Notkocher ab. Ja, prima. Und einen letzten habe ich noch. Das ist hier, da würde ich mir jetzt allerdings das Anzünden für irgendwann andermal sparen. Im Prinzip nochmal eine große Version von dem, was wir gerade gesehen haben. Allerdings sitzen hier jetzt die Jets außen. Und ja, man kann ihn auch als Parabolspiegel verwenden. Und ja, funktioniert bestimmt mindestens so gut wie der da. Und ach komm, ich zünde ihn auch schnell an. Was soll's. Ja, wir haben ja Zeit und ihr seid ja Kummer gewohnt. Das ist jetzt noch ein bisschen heiß. Da machen wir frischen Spiritus rein. Ihr seid ja wirklich Kummer gewohnt. So. Ich fülle den natürlich nachher alles noch in eine andere Flasche um. Da wird nichts verkommen gelassen hier vom Spiritus her. So. So. Flammt da was? Da flammt was. Und das lassen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen brennen. Und während das da vor sich hin brennt und wir mal gucken, was da noch so draus wird, kann ich vielleicht kurz hier so einen Handschuh in die Kamera halten, beziehungsweise, wartet mal, jetzt können wir mal wieder hochklappen. So, hallo, da bin ich wieder. Handschuhe, ja? Haufen BW-Lederhandschuhe, die ursprünglich ja mal zur Ausgehuniform gedacht waren. Da war die Frage, ob ich damit was anfangen kann, sofern das von der Handschuhgröße einigermaßen passt. Ich wollte damit sehr gerne was anfangen können. Tatsächlich passt es auch einigermaßen, also die sind wirklich original. Die haben hier auch Futter, ja? Das ist also die Winterversion, leicht warm. Es macht auch schon Sinn, die Winterversion, weil halt wenigstens ein bisschen gefüttert, das ist schon nicht ganz verkehrt bei Handschuhen. Ne? Man zieht die ja nicht an, weil einem gerade so warm ist im Regelfall. Und ich würde mal sagen, sie passen mir so gerade noch. Gerade noch. Meiner Frau passen sie gut. Ne? Also man kann sie dann auch definitiv an Frau weiterreichen. Bei mir ist ein bisschen mühsam und ich kriege die Hand auch nicht ganz zur Faust geballt. Aber wäre halt... Ja, jetzt brennt sie überall, ne? Wäre aber durchaus ein Thema. So, seht ihr? Also, ja, ich würde sagen, ähnliches Flammenbild. Aber auch beim rechten Kocher so richtig zünden wollen diese kleinen Löchlein, also diese Jets, leider nicht, ne? Trotzdem vielen herzlichen Dank. So, und diese Dinger sind halt relativ cool als Lederhandschuh, um mal heiße Sachen anzufassen. Also ich kann jetzt zum Beispiel den Kocher hier, das habt ihr jetzt nicht gesehen, Moment. Aber ich kann den hochheben, ohne mir weh zu tun. Also das ist einfach ein prima, diese Lederhandschuhe, gerade die BW-Lederhandschuhe. Es ist ja als Ausgehhandschuh konzipiert, ne? Eigentlich viel zu schick, um den jetzt als Feuersicherheitshandschuh zu verwenden. Aber dafür ist er geeignet, ja, das geht gut. Und ich denke, das wird wohl auch die Hauptverwendung für die Dinger sein, dass ich mir da ein paar, hoppla, ein paar in den Rucksack schmeiße und dann eben, wenn es mal ein bisschen heißer wird, beziehungsweise wenn ich weiß, dass ich mit Feuer hantiere, dann kann man die prima anziehen und hat da noch einen gewissen Schutz der Hände. Hält wirklich ganz schön gut eine Menge Wärme ab. Natürlich gäbe es da noch professionellere Lösungen, klar, gar keine Frage. Aber ja, geht auf jeden Fall ganz gut. So, wie kriege ich jetzt diesen Kocher wieder aus? Will nicht. Naja, nein, auspusten geht auch nicht und dann hole ich mir mal gerade eben irgendein größeres Gefäß, was ich da draufstellen kann zum Löschen oder
Haben wir hier irgendwo einen Nicht-Plastik-Blumentopf? Nein, wir haben nur Plastik-Blumentöpfe. Das ist aber schade. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar, Moment, wo habe ich es? Hier habe ich es. Ich habe auch noch eine DVD geschenkt bekommen. Habe ich auch schon angesehen. Und zwar diesen Film hier. Ich erinnere mich, da habe ich nämlich eine Geschichte zu dem Filmchen, nämlich der kam irgendwann gegen ja, mehr oder weniger Ende meines Studiums, kam der im Kino, natürlich jetzt nicht in jedem Kino, sondern nur in ausgewählten Spezialkinos. Das ist halt ein Film über Bäume, ne? Das läuft nicht unbedingt in den ganz großen ja, Kinoketten, sage ich jetzt mal, im Saal für 1500 Leute macht das nicht so viel Sinn, da muss man dann halt in ein kleines sogenanntes Arthouse-Kino im Regelfall und da läuft dann sowas auch. Das heißt, wir mussten nach München und weil ich den Film eben gerne sehen wollte und mir gedacht habe, das könnte auch eben für diverse Mitstudenten interessant sein, insbesondere für die jüngeren Semester und habe dann halt eben versucht, möglichst viele Erstsemester auch dazu zu kriegen, dass wir da doch dann hinfahren mögen, um uns den Film anzugucken. Recht späte Vorstellung. Warum? Naja, weil damals zumindest, keine Ahnung, ob es das noch gibt, gab es ein Semesterticket für Studierende, das denjenigen, die, also es gab zwei Möglichkeiten. Entweder du hast studiert und musstest einen freiwilligen Pflichtbeitrag abdrücken, damit die anderen Studenten quasi günstig ein Semesterticket kaufen können. Du selbst hattest davon dann nichts, wenn du kein Semesterticket gebraucht hast, also für öffentlichen Nahverkehr, ne? Zug, Bus etc. S-Bahn vor allen Dingen. Ja, also wenn du das selbst nicht gebraucht hast, musst du trotzdem diesen Beitrag zahlen und hast dann als kleines Goodie, weil du ja diesen Beitrag zahlen musstest, ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube irgendwie 100 Euro im Semester, sowas um den Dreh oder 50, irgendwie so, hast du dann eben ein Sonderticket bekommen, dass du mit deinem Studentenausweis ab 18 Uhr im MVV, also Münchner Verkehrsvertriebsgedöns-Dingens, also rund um München, konntest du dann rumfahren, ja, mit deinem Studentenausweis als Ticket. So, dann haben wir gewartet, bis 18 Uhr war, damit wir da alle gratis nach München fahren konnten und sind alle zusammen in dieses Arthouse-Kino, wo dieser Film lief und haben uns den angeguckt. Und ich gebe zu, damals habe ich ein kleines bisschen zu kritisieren gehabt an besagtem Film, dass da so ein paar sehr Fancy-Mechaniken beschrieben worden sind, wie die Bäume, die ihre eigenen Wolken machen, etc. pp., von denen ich noch nicht so viel gehört hatte und daher ein bisschen bezweifelt habe, wie seriös denn das jetzt ist, beziehungsweise ob das nicht noch ein bisschen experimentell erstmal bestätigt werden müsse, dass Bäume ihre eigenen Wolken machen, etc. Und ja, da war ich noch nicht so ganz überzeugt, ob das denn jetzt so richtig wissenschaftlich korrekt ist. Heute kann ich bestätigen, dass ich die Hinweise auf dieses Selbstbauen von Wolken im Regenwald wohlgemerkt, nicht bei uns. Die haben sich wohl mehr oder weniger bestätigt und es verdichten sich die Hinweise, dass das tatsächlich so ist. Von daher muss man jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand sagen, der Film war sehr, sehr, sehr innovativ, als der in den Kinos lief. Ja, von der Recherche, von den beschriebenen Sachen, die da eben im Wald so passieren. Sehr innovativ, aber nicht falsch, wie ich heute sagen kann. Ja, ich habe mir das nochmal angeguckt und finde ihn inzwischen auch nochmal viel besser, ja, weil ich inzwischen nicht mehr dieses Geschmäckle habe, was ist denn das? Das muss ja erst noch bewiesen werden und so weiter und so fort. Das ist inzwischen weg, ja, das ist okay. Möglicherweise war ich also als ausgehender Student, sage ich jetzt mal, vielleicht noch ein klein wenig zu kritisch hier mit diesem Film und wollte unbedingt was zu kritisieren haben, damit ich hinterher was mit den Erstsemestern zu besprechen habe. Ne? Aber ja, also vielen, vielen Dank. Macht großen Spaß, den nochmal anzugucken, beziehungsweise hat großen Spaß gemacht. Ich werde mir auch gerne noch ein drittes Mal anschauen. Irgendwann bestimmt auch noch ein viertes Mal. Prima DVD, super Qualität, alles super. Ja, also vielen Dank. Es gibt viele schöne Beispiele für tolle Mechanismen in der Natur, die in dem Film drin sind. Er ist sehr, sehr gut vertont und auch dahingehend eine Empfehlung, weil man mit, ja, ich sag jetzt mal moderner Tricktechnik, keine Ahnung, ob das ist Computer oder was auch immer, egal, irgendwelche Tricktechnik, hat man ganz wunderbar Stoffflüsse in Waldökosystemen hier dargestellt. Ja, da gibt es dann also so leuchtende Punkte, die den Baum rauf und runter wandern etc. Und das ist einfach sehr schön grafisch umgesetzt.
einschätzt, wie bestimmte Stoffflüsse in Waldökosystemen funktionieren. Und dem habe ich auch nichts, da überhaupt nichts zu meckern. Die gibt es alle tatsächlich. Das funktioniert alles wirklich so. Bei solchen waldweiten Einflüssen, ja, so Bewegungen durch sogenannte Wood Wide Web und solche Späße, da muss man natürlich immer ein ganz kleines bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, das gibt es alles. Aber wie relevant das jeweils fürs Waldökosystem ist, da kann man sich noch wunderbar drüber streiten, beziehungsweise es sieht so aus, als sei das nicht so unglaublich wichtig. Also soll es heißen, wenn man diese Stoffflüsse und so weiter und so fort einschränkt und das irgendwie verhindert, dass das passiert, dann geht nicht sofort der ganze Wald kaputt. Teilweise merkt man überhaupt keinen Unterschied. Und da ist sicherlich auch noch sehr viel Forschung vonnöten. Aber auf jeden Fall für den Laien ein hoch empfehlbarer Film, gesprochen von Bruno Ganz. Das war jetzt sicherlich auch nicht verkehrt von der Qualität her der Textpassagen. Definitiv toll. Und ja, also ich habe da sehr, 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 sehr viel Spaß mit gehabt und werde auch nochmal garantiert haben. Herzlichen Dank. So. Dann hätten wir hier anzumerken, hier ein Neuseeländer Spinat. Ein Neuseeländer Spinat muss noch irgendwann ausgepflanzt werden. Der kam mit einer Ladung Topinambur. Topinambur ist inzwischen erfolgreich im Kasten bzw. in der Erde und wächst jetzt fröhlich vor sich hin, hoffen wir zumindest. Man sieht es ja nicht, ist ja noch unter der Erde. Sonst könnte ich euch jetzt noch Topinambur-Knolle mal zeigen. Geht aber nicht, weil, wie gesagt, wurde von Frau sofort eingepflanzt. Die werden nicht besser, wenn sie in der Sonne rumliegen und austrocknen. Hätte natürlich vorher noch ein Foto machen können, habe ich aber vergessen. Ja, aber also auch da herzlichen Dank, ist angekommen. Wir freuen uns auf das Resultat und ich werde dann berichten, was man mit Topinambur außer Schnaps noch so alles machen kann. Also ich kenne den eigentlich nur als Schnaps, aber ja, meine Frau wird sich irgendwas einfallen lassen und dann findet man da bestimmt eine tolle Verwendung. Gut, und wir nähern uns auch langsam dem Ende entgegen. Nämlich, hier habe ich noch... Das Buch habe ich mir selbst gekauft. Ja, das lag jetzt leider auf dem Geschenkestapel, weil ich es mal dummerweise hingelegt habe. Ist aber von niemandem geschenkt, also höchstens von mir an mich. Danke ich an mich. Also darum, damit keine Verwirrung aufkommt. Das Buch hingegen, das ist ein Geschenk und da hat jemand sehr gut aufgepasst, was so in meinem... ja, ich sag jetzt mal nicht wissenschaftlichen Bücherregal so rumsteht und richtig eingeschätzt, was ich gerne lese, vollkommen richtig eingeschätzt. Das Ding hatte ich im Buchladen auch schon ein paar Mal in der Hand, habe schon ein paar Mal überlegt, nimmst es mit, nimmst es nicht mit, habe dann meistens irgendwas anderes mitgenommen, nicht weil mir das nicht zugesagt hätte, sondern weil irgendwas anderes gerade mir noch mehr gefallen hat. Ja, aber freue ich mich jetzt also wirklich sehr, ist tatsächlich genau mein Lesegeschmack nach dem, was ich bisher über dieses Buch gehört habe. Näheres zum Inhalt kann ich noch nicht sagen, habe es noch nicht gelesen, aber es geht wohl das Reich Ask hier und da kommt wohl ein Krieger mit dunklen Geheimnissen in einen verschneiten Gasthof und da gibt es noch eine undurchschaubare Magierin, das Tor zu einer gefährlichen Welt und das klingt jetzt alles für manche Leute bestimmt furchtbar, ich mag sowas. Ja, ich bin halt schon so eine kleine Fantasy-Leseratte, Fantasy-Literatur, mag ich schon sehr gerne. Doch, 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 definitiv. Und ja, da hat man also auch schon viel Gutes gehört über diese ganze Askir-Geschichte. Das ist der erste Sammelband, bestehend aus 3 Büchern, hat 1100 irgendwas Seiten. Das ist auch gut so. Ja, alles unter 1000 Seiten, das lohnt sich ja fast nicht. So, und jetzt muss ich kurz auf Handkamera umschalten, weil die Kamera muss in den Schatten. Die ist mir gerade überhitzt. Dann geht es einfach aus, ne? Das ist nichts Schlimmes. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte zu dem Buch. Jedenfalls herzlichen Dank. Also nochmal mein Geschmack sehr, sehr getroffen. Das passt wunderbar. Ich hoffe, man versteht mich noch. Es gibt inzwischen ein paar Störgeräusche. Das ist immer so eine Sache auf dem Balkon. Ne? Da meint man es gut und will draußen hocken. Und dann ist natürlich auch wieder blöd. So. Und noch ein ganz letztes, vielleicht ganz kurz der Vollständigkeit halber. Ich habe hier noch so ein Buch mit so einem Schweizer Taschenmesser drauf. Von so einem Kerl, der relativ viel mit Schweizer Taschenmessern zu tun hat. Der ist hier hinten drauf. So sieht er aus. Also man kann ihn hier in diversen sympathischen Posen sehen. Und
Jetzt ist das Problem, da ich das Buch von diesem Kerl mit dem Taschenmesser wirklich bekommen habe, muss ich jetzt, glaube ich, rechtlich gesehen, darf ich jetzt nicht sagen, dass das Buch gut ist. Ja, das darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst wäre es, glaube ich, Werbung. Da müsste ich Werbung hinschreiben und da habe ich keine Lust. Also sage ich jetzt nicht, dass das Buch gut ist, aber ich sage mal, dass ich das Buch eben bekommen habe. Und wir hatten einen ganz tollen Tag im Walde. Resultat davon werdet ihr dann auch noch irgendwann gegebenenfalls zu sehen bekommen. Also nicht nur gegebenenfalls, sondern wirklich mit Sicherheit. Und ja, ich wollte einfach nur noch mal schnell Dankeschön sagen, auch noch mal für das Buch, dass ich sehr viel Spaß, dass ich, indem ich lese. Ne? Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage auch nicht, dass ich gerne drin lese, aber ich lese drin. So, ich hoffe, das ist noch einigermaßen jetzt okay. Und aus rechtlicher Sicht, das ist doch ein Scheiß, ne? Aber ja, gut. Ja. Das ist es, glaube ich. Mehr fällt mir nicht ein. Also, nochmal Dankeschön an alle, die mir was Schönes geschickt haben. Freut mich alles sehr. Und ja, wer mir auch was schicken möchte, muss das überhaupt nicht. wichtig. Ist überhaupt nicht notwendig. Ja, also freue mich trotzdem natürlich. Aber ja, ne? Dankeschön. Ja, und alle anderen, schönen Tag, schönes, was auch immer gerade ist. Und bis zum nächsten Mal. Und dann gibt es natürlich wie immer auch wieder irgendwelche Inhalte mit ja, mehr Inhalt. So, tschüss.